Hallo und willkommen bei WatchMaxes Podcast. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Bei meinem Podcast hat es sich so entwickelt, dass ich immer wieder eher theoretische Themen um Uhren sammeln, das Uhrenhobby aufgreife und genauso ist es auch heute. Unter Sammlern gibt es immer wieder Diskussionen, wann ist eine Uhrenmarke, ein Uhrenhersteller, eine Manufaktur, was sind Manufakturwerke, was bedeutet das, ist das gut, ist das erstrebenswert, wann darf sich jemand Manufaktur nennen? Und mein persönlicher Eindruck dabei ist, dass gerade im Bereich Uhren sammeln, doch hier die Perspektive etwas verschwoben ist und Manufaktur anders betrachtet, anders bewertet wird als in anderen Bereichen der Fertigung und der Produktion. Also ist das tatsächlich ein Thema für mich gewesen, dem ich mich extrem gerne angenommen habe. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich mich diesem Thema nähern? Einige von euch wissen, dass ich in meinem Studium einen guten Teil meiner Studienzeit mit Wirtschafts- und Sozialgeschichte verbracht habe. Und wer sich mit Wirtschafts- und Sozialgeschichte beschäftigt, der weiß natürlich auch, dass da das Thema Manufaktur, Manufakturfertigung eine Rolle spielt. Also habe ich einen Teil meiner alten Studienunterlagen, ich habe nicht alles weggeschmissen, mir rausgesucht, auch wenn die Sachen mittlerweile über 25 Jahre alt sind, ist das, was da drin steht, ja zumindest vor 25 Jahren nicht komplett falsch gewesen und auch heute wird es mit Sicherheit noch einige überdenkenswerte Punkte beinhalten. Und aus dem Blickwinkel meines Studiums, also der universitären Sicht, sind Manufakturen die Übergangsform von den kleinen, oft von ein oder zwei Personen betriebenen Handwerksbetrieben, später auch Kunsthandwerksbetrieben, hin zum industriellen Zeitalter, das heißt hin zur maschinellen Fertigung. Die ersten Manufakturen, die bekannt wurden, waren Seiden- und Porzellanmanufakturen. Später kamen auch Spinnereien und Schmuckmanufakturen hinzu. Manufakturen waren durch einige Punkte gekennzeichnet. Zum einen ist es eine Fertigung, bei denen mehrere Personen involviert sind. Also es geht nicht mehr um den einzelnen Handwerker mit ein oder zwei Angestellten, sondern es sind mehrere Personen in die Produktion eingebunden und die Produktion erfolgt auch arbeitsteilig. Das heißt, hier ist bereits eine erhöhte Prozess- und Produktionseffizienz erreicht, dadurch, dass eine gewisse Spezialisierung in der Fertigung einsetzt, weil jeder nur einen Teil des Prozesses, einen Teil des Produktes abdeckt und fertigt und dadurch in diesem speziellen begrenzten Bereich eine höhere Routine und eine größere Erfahrung hat und hier genauer und vor allen Dingen auch schneller und damit auch kostengünstiger produzieren kann. Weiterhin haben Manufakturen sich dadurch ausgezeichnet, dass dort nicht nur für den eigenen Bedarf, sprich für den eigenen Verkauf, produziert wurde, sondern auch für eine Art Zwischenhandel. Das heißt, Manufakturen haben ihre Güter, ihre Waren auch an andere Händler verkauft. Dadurch, dass dort mehr Personen in den Prozess involviert waren, dass die Effizienz höher war, konnte eine größere Menge produziert werden und die wurde eben nicht mehr ausschließlich über eigene Absatzkanäle vertrieben, sondern auch über andere Absatzkanäle, über Firmen, Verkäufer, die eben nicht selber produzierten, sondern Waren einkaufen und dann weiterverkauften. Die Arbeit in den Manufakturen selber hat aber historisch gesehen eher immer noch handwerklichen Charakter gehabt. Das heißt, es wurden relativ wenige Maschinen eingesetzt. Es wurde zwar arbeitsteilig produziert, aber das noch weitgehend von Hand. Erst im Zuge der Industrialisierung
wurde die Handarbeit durch eine Automatisierung und durch eine maschinelle Produktion ersetzt. Und das ist dann auch der Weg von der Manufaktur hin zu einer Fabrik und industriellen Fertigung. Das ist so ein kleines bisschen der Abriss aus der geschichtlichen Sicht. Jetzt weiß ich, dass das nicht die einzige valide ist und ich weiß auch, dass das, was ich mal gelernt habe, schon einige Jahre her ist. Also habe ich ein bisschen im Internet mich umgeschaut und die erste Anlaufstelle da ist natürlich immer Wikipedia. Und Wikipedia hat zum einen das, was ich gerade gesagt habe, weitgehend bestätigt. Man findet dort unter anderem auch die Erklärung Manufaktur kommt vom Lateinischen, das wissen aber wahrscheinlich einige oder die meisten von euch. Manus ist die Hand und Facere heißt erbauen. Manum factum, von der Hand gebaut, mit der Hand erstellt, also Handwerk. Und das ist der Wortstamm des Begriffs Manufaktur. Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass Wikipedia einen Einschub hat, der sich ganz besonders und explizit auf Uhrenmanufakturen bezieht. Und da kommen wir dann auch ein kleines bisschen in die Wahrnehmung dessen, was ich in Foren und in Diskussionen mit Sammlerfreunden gehört habe. Wikipedia schreibt, es ist Wikipedia natürlich nicht der Quell der steten Wahrheit, aber es ist trotzdem ein häufig genutzter Referenzpunkt. Und bei Wikipedia kann man lesen, Uhrenmanufaktur ist ein in der Werbung häufig gebrauchter Begriff für eine Uhrenfabrik und bezeichnet einen unabhängigen Betrieb, der eigene Uhrwerke entwickelt, herstellt und weitgehend auf Zulieferer verzichtet. Das muss man sich vielleicht mal ein kleines bisschen genauer angucken, denn zum einen ist es ein Begriff aus der Werbung. Es hat also nichts ursächlich mit der Produktion zu tun, sondern es ist ein Label, das man verwendet, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen und um eine bestimmte Aussage zu treffen. Und verwendet wird dieser Begriff für eine Uhrenfabrik. Aus historischer Sicht ist aber eine Fabrikfertigung eine industrielle und eine automatisierte Fertigung eben genau nicht mehr eine handwerkliche, eine Manufakturfertigung. Was aber ausgeführt wird, ist, dass die Uhrenmanufaktur unabhängig ist und auch zu einem gewissen Punkt autark. Das heißt, es werden eigene Werke entwickelt, es wird weitgehend auf Zulieferer verzichtet. Das ist für mich ehrlich gesagt eine etwas romantische Vorstellung, denn wenn ich mir überlege, dass eine kleine Firma, ein kleines Unternehmen oder auch nur eine Einzelperson tatsächlich eine Uhr weitgehend unabhängig von Zulieferern fertigt, das heißt, die Bänder selber macht, die Gehäuse selber macht, die Werke einschließlich Zahnräder selber macht, die Schließen selber macht, vielleicht sogar die Verpackung selber macht. Beim Glas stelle ich mir das unglaublich schwer vor, das tatsächlich selber zu machen, zumindest wenn es um Saphirgläser geht. Dann sind wir in einem Bereich, der sich zwar technisch und auch vom Aufwand her realisieren lässt, allerdings sich in einem Preisbereich bewegt, der wahrscheinlich für 99,9% der Uhrensammler nicht erschwinglich ist. Das heißt, wenn ich das zugrunde lege, dann bewege ich mich im Preisbereich von über 200.000 Euro pro Uhr und eine Stückfertigung von 2 bis 10 Uhren im Jahr. Wenn ich sage, das ist eine Uhrenmanufaktur, dann kann das natürlich funktionieren. Wenn ich aber sage, die Uhrenmanufaktur, die weitgehend auf Zulieferer verzichtet, und das alles komplett maschinell fertigt, dann sind wir in einem Bereich, der vielleicht Rolex heißt, die sehr viel selber machen, aber Rolex sind definitiv keine handgefertigten Uhren mehr,
Es ist eine unabhängige Marke. Sie machen sehr viel selber, aber Rolex sind doch zu einem ganz, ganz großen Teil maschinell gefertigte Uhren und nicht mehr handwerklich gefertigte Uhren. Jetzt ist natürlich der Punkt, dass sie unabhängig sind, ein sehr valider Punkt, und das kann auch ein Kaufkriterium sein, dass ich eine unabhängige Marke möchte. Aber das ist eben aus meiner Sicht, und da bin ich ein bisschen historisch geprägt, nicht Manufakturcharakter, sondern es ist der Charakter eines unabhängigen, nicht konzerngebundenen Unternehmens. Und das hat für mich persönlich nicht unmittelbar etwas mit Manufaktur zu tun. Wikipedia hat den Begriff der Manufaktur auch sonst noch etwas weiter gefasst. Wikipedia legt noch einen größeren Wert auf die Spezialisierung in den Arbeitsprozessen, und Wikipedia gesteht der Manufaktur auch einen etwas weitergehenden Einsatz von Maschinen zu, sowie auch die Entwicklung neuer Werkzeuge zur Erhöhung der Produktions- und Prozesseffizienz. Bei all dem, was ich bisher gesagt habe, muss man aber betrachten, dass der Übergang zwischen der maschinengestützten handwerklichen Fertigung hin zu einer automatisierten Fertigung fließend ist. Es gibt keinen Wert, der sagt, ab so und so viel Prozent, ab der und der Zeit die Maschinen eingesetzt werden oder ab der und der Menge an Wertschöpfung die Maschinen leisten, ist man nicht mehr handwerklich unterwegs, sondern industriell unterwegs. So etwas gibt es nicht. Die Grenzen sind fließend. Was ich sehr interessant fand, und das ist eine dritte Schiene, die ich beleuchtet habe, unabhängig von der historischen Betrachtung und von der, ich würde mal sagen, Mainstream-Betrachtung aus Wikipedia heraus, gibt es noch eine dritte mögliche Herangehensweise. Und zwar gibt es einen eingetragenen Verein, der als Mitglieder Firmen hat, die sich selber als Manufaktur betrachten. Und zwar ist das der Deutsche Manufakturen e.V. Und dort sind unter anderem Mitglied Hanhardt und Borgward. Und die haben eine sehr interessante Definition von Manufaktur. Die Manufaktur ist gemäß dem Deutschen Manufakturen e.V. ein Vollproduktionsbetrieb von Konsumgütern. In Abgrenzung zu den Handwerksbetrieben fertigt die Manufaktur Produkte in Serie. Das heißt, sie sind über einen längeren Zeitraum mehrfach beziehbar. Und das im besten Fall auch mit einem konstanten Qualitätsanspruch und einer vergleichbaren Fertigungstiefe pro produziertem Stück. So ergibt sich ein stehendes Sortiment, was über einen längeren Zeitraum immer wieder bezogen werden kann. Und pro Produkt gibt es eine hohe Fertigungstiefe, die aber auch beim Manufaktur e.V. nicht definiert wird. Und das sind immer sehr weiche Formulierungen, die mich nicht sehr glücklich machen. Denn eine hohe Fertigungstiefe kann bedeuten viele Arbeiten, viele Stunden, hohe Wertschöpfung, Anzahl der verwendeten Teile, Einzelteile, Anzahl der verwendeten Komponenten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, eine hohe Fertigungstiefe zu definieren. Und das ist hier mir leider etwas zu schwammig formuliert. Dann gibt es noch einen Punkt, den ich sehr interessant finde und den würde ich auch gerne tatsächlich wörtlich vorlesen. In der Produktion der Manufaktur entscheidet der Mensch über die Fertigstellung der einzelnen Arbeitsschritte. Verfolgt wird das Ziel der Perfektion des Produktes, über die der Mensch entscheidet. Im Gegensatz zur Industrie, in der die Vorgaben durch den industriellen Zeittakt geprägt sind, die Handarbeit bzw. der Anteil des Menschen an der Produktion nimmt in der manufakturellen Fertigung einen hohen Anteil ein. Das finde ich sehr interessant. Das geht wieder ein kleines bisschen zurück auf die handwerklichen Produktionen, auf die handwerklichen Tätigkeiten, die aber arbeitsteilig ausgeführt werden.
Das schließt aber am Ende alle Firmen aus, die industriell fertigen mit hohen Stückzahlen und einem hohen maschinellen Einsatz. Gemäß dem Deutschen Manufakturen e.V. stehen Manufakturen auch heute zwischen dem Kunsthandwerk und der Industrie. Das ist wieder so ein kleines bisschen eine Referenz zu der historischen Betrachtungsweise. Ja, was bedeutet das jetzt für die Uhrenwelt und was ist meine persönliche Meinung dazu? Zum einen muss ich sagen, ich finde den Begriff Uhrenmanufaktur persönlich überstrapaziert. Zum einen, weil er nicht genau definiert ist und zum anderen, weil er keine Aussage darüber trifft, was dieses Unternehmen, dieser Hersteller tatsächlich leistet. Ich kann zum Beispiel ein Uhrwerk neu entwickeln, komplett neu konzipieren, mir neu entdenken, neue Komplikationen, neue Funktionen, neue Lösungen für alte Probleme. Alles das kann ich machen und habe damit etwas ganz, ganz Neues geschaffen. Kann es aber von einem auf Uhrwerksproduktion spezialisierten Drittunternehmen industriell fertigen lassen. Das ist aus meiner Perspektive keine Manufakturfertigung, aber es ist eine unglaubliche Leistung und wertet die Uhr und die Firma und das Produkt aus meiner Sicht deutlich auf, im Sinne dessen, sich von Standardwerken abzugrenzen. Auf der anderen Seite kann ich ein Standardwerk nehmen und kann das entweder veredeln per Hand oder aber ich kann einem Standardwerk selbst entwickelte Funktionen hinzufügen oder in einem Standardwerk bestimmte Funktionen durch selbst erdachte Lösungen ersetzen. Es geht mir jetzt nicht darum, bestehende bekannte Lösungen einzubauen, um das Werk aufzuwerten. Das ist einfach ein Austausch, ein Pimpen des Werkes. Mir geht es darum, wirklich aus einem bestehenden Werk durch eine eigene Entwicklung etwas Neues zu machen. Das kann dann tatsächlich auch in manufaktureller Fertigung erfolgen, durch Handarbeit, durch handwerkliches Können vor Ort. Und dann werden diese Stücke in kleiner Stückzahl produziert als manufakturelle Fertigung. Das ist so ein kleines bisschen das Problem, was ich habe. Es gibt so viel, was Uhren unterscheidbar macht und auch die Aussage, ist die Uhr etwas Besonderes oder ist sie nur in Anführungsstrichen, das sind ganz, ganz fette Anführungsstriche, ein Massenprodukt. Das lässt sich nicht nur an dem Begriff Manufaktur festmachen, es lässt sich auch nicht nur an dem Begriff Inhouse-Werk festmachen. Bei meinem Werksbeispiel eben übrigens ist das ein Inhouse-Werk, wenn der Uhrenhersteller das Werk entwickelt, es aber von einem Dritten, der darauf spezialisiert ist, außer Haus fertigen lässt. Ist das dann noch ein Inhouse-Werk oder ist das ein zugekauftes Werk oder was ist es dann? Und deshalb habe ich ein Problem mit diesen absoluten Kategorien Inhouse-Werk, Manufaktur, weil in der heutigen Arbeitsteilung diese Sachen nicht mehr so trennscharf sind. Mir persönlich sind andere Sachen wichtig und da komme ich jetzt zu dem Punkt, wie ich diese Sachen betrachte. Mir geht es ganz explizit darum, darauf zu schauen, wer steht hinter dem Produkt, wer verantwortet das Produkt. Völlig egal, wo es produziert wird, wenn die Qualität überprüft wird, wenn es eine Qualitätskontrolle gibt, wenn die Prozesse überprüft werden, sodass jedes Produkt, jede Uhr, jedes Werk, jedes Band, jeder Drücker, jede Schließe immer gleich funktioniert und innerhalb der gleichen Spezifikationen sich bewegt, die von dem Hersteller vorgegeben werden und nicht von dem Hersteller akzeptiert und eingekauft werden, sondern die der Hersteller vorgibt und sagt, so muss meine Uhr aussehen, wer kann das für mich machen? Dann ist das für mich sehr in Ordnung. Mir ist es auch wichtig, dass die Qualität zwischen den einzelnen Uhren über die Zeit vergleichbar ist, dass nicht eine Uhr eines Modells aus dem Jahre 2010 qualitativ signifikant anders ist als eine Uhr aus dem Jahr 2012, es sei denn, das Modell wurde aufgewertet oder sonst irgendwas. Wenn das Modell bleibt, wie es ist, dann muss die Qualität über die Zeit auch gleich bleiben und darf nicht durch Änderungen in der Produktionskette sich verändern, besser werden oder schlechter werden.
Besser werden wäre natürlich schön, aber schlechter werden geht gar nicht. Das sind die Sachen, die für mich viel, viel wichtiger sind als ein Label. Ist es eine Manufaktur? Ist die Firma unabhängig? Ist das ein Inhouse-Werk? Wobei ich gar nicht genau definieren kann, wo die Grenzen zum Inhouse-Werk sind. Insofern ist für mich, wie gesagt, die Verantwortung für das Produkt, wer steht dahinter und wie steht der oder diejenige dahinter, viel wichtiger als irgendein Label, was ich dann dranheften kann. Das finde ich unter Marketing-Gesichtspunkten vollkommen nachvollziehbar. Von der inhaltlichen Aussage her ist das für mich aber leider überhaupt nicht in jedem Fall nachvollziehbar und daher dann auch leicht zweifelhaft. Ja, mich würde sehr interessieren, wie ihr das seht, ob ihr nachvollziehen könnt, aus welcher Ecke ich komme und ob euch solche Begriffe wichtig sind. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.